Achtung, wenn du Dachdecker werden möchtest, wenn du Klempner werden möchtest, dann ist das leider der falsche Kanal für dich. Aber vielleicht ist hier das ein oder andere Golden Nugget für dich auch mit dabei. Ansonsten, wenn du ein Grundinteresse fürs Maler- und Lackiererhandwerk hast, wenn du lernen möchtest, verstehen und behalten, langfristig, ein Leben lang, egal was. Wenn du eine Prüfung vor der Tür zu stehen hast, dann ist das genau dein Kanal. Mein Name ist Malermeister Max Tiede, ich bin Lerncoach und Malermeister und habe mich dazu entschlossen, Menschen erfolgreich durch ihre Prüfung zu helfen und dieses Wissen auch langfristig zu behalten. Und diese fünf ersten Schritte, die du dahin gehen musst, um deine Ziele zu erreichen, die gehen wir jetzt gemeinsam noch in diesem Video. Das sind meine fünf Goodies für dich auf deinem Weg zum Ziel und dafür gehen wir jetzt in die Lernlounge, würde ich mal sagen. So, deine fünf To-Dos, wie besprochen, um diesen Kanal so effektiv wie möglich zu nutzen, damit auch du immer deine Ziele konsequent und straight erreichst. Punkt Nummer 1, setz dir ein Ziel. Was möchtest du werden? Möchtest du Geselle werden? Möchtest du Landessieger werden? Kammersieger? Möchtest du Meister werden? Möchtest du dich später selbstständig machen? Möchtest du als Geselle dich selbstständig machen, als Raumausstatter? Möchtest du als Meister als Meisterbetrieb dich selbstständig machen? Was ist dein Ziel? Was treibt dich an? Punkt Nummer 2. Warum möchtest du dieses Ziel erreichen? Nehmen wir an, du möchtest Geselle werden. Warum möchtest du Geselle werden? Ist das eine Herzenssache? Denk einmal darüber nach. Punkt Nummer 3. Was musst du lernen oder tun, um dieses Ziel zu erreichen? Ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Geselle, also ich möchte Geselle werden, wenn ich mir das als Beispiel nehme, dann würde ich mit diesem Ziel anfangen, und zwar hier oben, ja, Gesellenbrief in der Tasche, und dann würde ich runterplanen, zum Beispiel praktische Prüfung bestehen, theoretische Prüfung bestehen, in den Lernfeldern mich gut auskennen, zum Beispiel dann noch Baby Steps, ja, also Lernfeld 12 ist ja das letzte Lernen 12, ja. Sprachenlernen, Bubble. Sein letztes Lernfeld, da volle Punktzahl oder so gut ich eben kann, dafür lernen, ja, wirklich lernen, es auch behalten, emotional festigen, damit ich das auch natürlich ein Leben lang drauf habe, zumindest das meiste davon. Lernfeld 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ja, bis hin zum Beispiel zur Bewerbung auf den Ausbildungsbetrieb und so weiter und so fort. Was sind deine Schritte, um deinem Ziel immer und immer und immer und immer näher zu kommen. Es sind immer Plateaus, ja? Es sind immer Stufen, es ist keine Linie. Ja? Auf einer Linie rutschst du irgendwann runter, auf einem Plateau kannst du dich für einen Moment lang ausruhen. Frage dich vor allen Dingen auch, warum ist es sinnvoll, diese Schritte zu gehen? Hinterfrag dich immer wieder. Denk auch ab und zu daran, warum diese Schritte sinnvoll sind, um dieses Ziel zu erreichen. Aber werd nicht pessimistisch und finde Ausreden, um diese Schritte nicht zu gehen. Step Nummer 4, setze dir feste Lerntermine. Ja? Man nennt es auch Blockzeiten zum Beispiel. Also, das sind Zeiten, in denen du ungestört an deinen Sachen, die du lernen möchtest, und das ist jetzt auch ganz wichtig, lernen möchtest, wirklich eine Stunde ungestört bist, von deinem Handy befreit bist, du bist von Störungen von außen befreit, also niemand platzt jetzt gleich in deine Tür rein, sondern es ist alles abgeklärt, du bist jetzt alleine für dich am Lernen und hier drin auch geistig frei, sozusagen frei für den Stoff, den du in dir aufsaugst und nicht nur auswendig lernst oder irgendwie sowas, sondern halt wirklich für dich behältst, weil es dir halt wirklich etwas bringt, weil du dich bereits hinterfragt hast, bringt mir dann dieser Schritt etwas? Bringt es mein Ziel mich näher? Ja? Und dementsprechend wird es auch bleiben, wenn es hier drin ist und hier. Ja, also setz dir Termine. Zum Beispiel 3 Tage die Woche, das setzt du dir dann gleich fest, okay, nachmittags, montags, zum Beispiel ab, wenn du zu Hause bist, 17 Uhr oder so, 17 bis 18 Uhr, Montag, Mittwoch und zum Beispiel Freitag. Samstag, Sonntag ist Ruhetag natürlich, kannst du machen, was du möchtest, so, soll auch sein, unbedingt. Und die Tage dazwischen kannst du auch irgendwas mit Freunden und Familie machen, ist mir egal. Ja, sowas. Aber setz dir feste Blockzeiten, zum Beispiel diese 3 Tage und dann aber wirklich mit Termin, mit zeitlichen Termin und nicht so, dass du nach Hause kommst, naja, eigentlich müsste ich heute lernen, aber eigentlich keinen Bock, verschiebe ich auf 19 Uhr, verschiebe ich auf 20 Uhr, ah komm, war schon zu spät, oh jetzt bin ich hier ganz schön müde, oh jetzt habe ich auch gerade was gegessen, jetzt kann ich mich gar nicht mehr konzentrieren und jetzt, ach, das verschiebe ich auf morgen. Nee, setz dir wirklich feste Blockzeiten und mach das Ding, zieh das Ding durch, setz dir immer wieder in den Kopf dein Ziel, hab's vor Augen
und dann wirst du es auch erreichen. Unbedingt, mach das. Eine Gewohnheit übrigens neu zu implementieren dauert 66 Tage, laut Google und laut einer Studie aus Philadelphia. 66 Tage in Wochen umgerechnet sind ungefähr 9,4 Wochen. Wir runden jetzt mal auf 10 Wochen. Also du brauchst 10 Wochen, zieh das einfach durch, setze die Termine und dann wirst du es auch immer weiter fortführen. Ansonsten hast du dadurch allein schon 10 Wochen, vielleicht 3 Tage, also 30 Tage hast du dann in diesen 10 Wochen einfach mal für dich etwas getan. Ja, und das ist auch schon mal besser als nichts. Und Step Nummer 5, ziehe durch und lerne. Lerne. Nicht Pauke, nicht irgendwie, ich muss das jetzt auswendig können, aber es interessiert mich nicht. Sondern wirklich, nimm den Thema, was dich gerade interessiert. Du hast jetzt deine Blogzeit, du bist jetzt 17 Uhr zu Hause angekommen oder bist schon bereits zu Hause und sagst jetzt, so, Tür aus, Handy aus. Das Thema interessiert mich tatsächlich, weil ich es auch später auf jeden Fall brauchen werde. Und blätter mich da rein, guck mir ein Video an dazu zum Beispiel, wo das jemand humorvoll vielleicht auch rüberbringt. Das ist ganz wichtig, es darf nicht trocken sein. Und dann lern einfach mal eine Stunde. Stunde reicht, maximal anderthalb, wirklich. Aber in dem Fall mit Lernen ist weniger und intensiver, also wirklich ein Thema und eine kürzere Zeit, viel, viel effektiver als allen Stoff zum Beispiel vom Lernfeld innerhalb von einer Stunde, drei Stunden, was auch immer. Es ist einfach viel zu viel und unkonkret. Dein Gehirn soll sich fokussieren, du sollst dich fokussieren auf ein Thema und das mal eine Stunde durchziehen. Mega, mega effektiv, will ich dir raten, egal um was es geht, in deinem Leben so vorzugehen. Gehe bitte diese 5 Schritte und wenn ich darf, dann freue ich mich total, dich auf deinen Weg zum Erfolg zu begleiten. Bis dann, dein Malermeister Maxide. Ciao.